Hallo und guten Morgen, ich bin der Paul von der Radlobby Linz. Hinter mir sehen wir die AEC-Rampe, eine wichtige Abfahrt für Radfahrer und Radfahrerinnen von der Nibelungenbrücke und gleichzeitig auch ein Weg für viele Fußgänger und Fußgängerinnen. Die AEC-Rampe wurde vor einiger Zeit für den Radverkehr gesperrt. Die Radlobby hat sich dafür eingesetzt, dass sie wieder geöffnet wird. Die Fahrgeschwindigkeit wird in Zukunft 10 km/h betragen, damit alle Menschen die Rampe gemeinsam benutzen können. Allerdings, warum ist eigentlich die Rampe so beliebt bei den Radfahrern? Diese Frage hat sich die Radlobby Linz gestellt und es gibt auch eine relativ klare Antwort dafür. Die Alternative schaut düster aus. Es ist nämlich auch klar, die Alternative ist mitten im Straßenverkehr fahren. Und das bedeutet einordnen in 50 km/h schnellen Verkehr mit Bussen, Lastwagen. Daneben ist eine Bushaltestelle, Busse biegen ein, Busse fahren hinaus. Es gibt Rechtsabbieger. Vielen Radfahrenden kann man das einfach nicht zumuten, sich hier in den Verkehr einzuordnen. Darum freuen wir uns grundsätzlich darüber, dass die AEC-Rampe freigegeben wird. Wir hoffen, dass das schneller erfolgen kann als geplant. Hoffen auch auf weitere Verbesserungen für die Verkehrssituation auf der Nibelungenbrücke. Denn für Radfahrende, die nach Urfahr wollen, ist das hinter mir noch immer der Status quo.